Ich werde mehr in die Richtung Unterhaltung gehen, also sehr aufwendige, coole Videos einmal in der Woche. Sehr aufwendige, coole Videos einmal in der Woche. Na, Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin in einem super sahnig, Zauber auf cremigen Video. Ich frage mich jetzt wahrscheinlich, was macht denn die Glatzen am Video und was hat der mit Egar so gemacht? Oh Mann, nein, der wird zwar so scheiße, den kann ich nicht im Video lassen. Nee, aber Spaß beiseite, ich will auch jetzt nicht lang um heißen Brei irgendwie herumreden. Ich bin jetzt 23 Chat oder die Leute bei YouTube, die mich verfolgen. Und irgendwann stellt man sich natürlich doch die Frage, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Ist das ein oder andere vielleicht verschwendete Zeit? Sollte ich mein Augenmerk oder meinen Fokus lieber woanders hinlegen? Was ist für die Zukunft vielleicht das Wichtigste? Oder auch später vielleicht, wenn man irgendwann Kinder kriegt, was will man für ein Vorbild sein? Was will man vermitteln? Und ich persönlich finde, wenn ich meinem Kind irgendwann mal sagen sollte, ey, pass auf, du kannst die Welt verändern. Jeder, wenn er wirklich möchte und dahinter steht, kann er die Welt zu einem besseren Ort machen. Und man selbst, weiß nicht, gibt sich vielleicht irgendeinen Weg hin, mit dem man nicht zufrieden wäre. Dann, weiß nicht, finde ich, passt das nicht wirklich zusammen. Deshalb... Nur damit ihr Bescheid wisst, vieles in meinem Leben hat sich geändert. Ich habe über vieles nachgedacht, gerade nach meinem Geburtstag, jetzt über eine längere Zeit. Okay, wie soll es weitergehen, was machst du? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir dieses Jahr komplett durchhasseln werden. Ab morgen werden die, egal ob ihr es glaubt oder nicht, aber an der Stelle kurz eingehakt. Die Leute, die jetzt mit am Start sind, die Risers, egal ob es bei Twitch ist, egal ob es bei YouTube sind, die Leute, die immer noch da sind, die immer noch ein Abo dagelassen haben, bei denen weiß ich, die stehen zu 100% hinter mir und die sind auch bis zum Schluss da, wenn ich da bin. Und das bedeutet mir aus tiefstem Herzen so krass viel. Deshalb habe ich den Entschluss gefasst, ab morgen geht es wieder ganz normal weiter, egal auf dem Gaming-Kanal, egal ob es auf dem Hauptkanal ist, mit Videos. Kapitel 2 ist natürlich auch in der Planung. Im Hintergrund, wir werden dieses eine Jahr komplett durchhasseln. Wir werden alles geben, alles, was ich kann. Denn wenn ich am Ende des Tages ehrlich zu mir bin, habe ich nicht alles gegeben. Gerade auf gerade YouTube und TikTok technisch, um einfach mal mehr Leute auf meinen Kanal zu ziehen. Einfach zu zeigen, wer ich bin, wer wir als Risers sind. Da reichen nicht vielleicht gefühlt einmal im Jahr ein paar 24-Stunden-Streams. Deshalb, wie gesagt, habe ich den Entschluss gefasst, dass das der richtige Weg ist. Und heute, in einem Jahr, werden wir auf das Video reacten von heute und dann mal gucken, wie wir stehen. Denn am Ende des Tages, ich sag's euch so, wie es ist, nichts macht mich so glücklich wie wirklich YouTube und Twitch. Das Finanzielle mal außen vor gelassen. Natürlich muss man gucken für die Zukunft, wie macht man das alles, dass sich das auch rentiert und macht man vielleicht YouTube und Twitch nur als Hobby. Aber wir werden jetzt dieses Jahr, ein Jahr, wie gesagt, versuchen, das Ganze auf ein komplett, was heißt versuchen, wir werden das Ganze auf ein anderes Level heben. Und da freue ich mich einfach schon so krass drauf. Und ich sag's euch einfach ganz ehrlich, ich liebe euch. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich liebe euch einfach. Egal, ob es Luis ist, der geisteskrank supportet. Egal, ob es Vero ist, die auch eine richtige Freundin geworden ist, die für einen da ist. Denn andere, viele Freundschaften, die sie geben haben. Batatzke, Batu, der immer mit am Start ist. Wir können das größte Gülle-Game spielen. Und der ist bis 3, 4, 5 im Stream dabei. Viele, viele andere. Das Video würde jetzt 10 Stunden gehen, wahrscheinlich, wenn ich jeden nennen würde. Deshalb, ihr bedeutet mir so viel. Das, was ihr mir gebt, ist mit Geld am Ende des Tages einfach nicht aufzuwiegen. Und wenn ich das Ganze auf die Zukunft sehe und wenn ich das Ganze auf die Zukunft beziehe, die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, aber für die Mutigen, da ist sie eine Chance. Und wir alle wissen, wie schlimm es ist oder was man sich selber nie verzeiht, eine Chance, die man nicht genutzt hat. Deshalb freut euch auf die Videos, freut euch auf kommende Projekte und am Ende des Tages selbst, wenn alles nicht klappt und das Jahr umsonst war, trotz dessen viele Erfahrungen oder dass ich trotz dessen viele Erfahrungen mitgenommen habe, am Ende des Tages können wir sagen, dass wir es versucht haben. Dicker Kuss fürs Dabeisein. Freut euch auf die nächsten Videos. Ach, kommt her. Ach, kommt her. Moin Leute, willkommen zurück. Ja, no,